Den Backofen auf 200 Grad vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen. Die Birnen waschen, halbiert das Kerngehäuse entfernen und die Birnenhälften auch mit einer türkischen Ligaöl einpinseln. Zucker und Zimt in einer Ski-Unterstrich mischen und die Birnenhälften hineindrücken, so dass der Zimtzucker an der Schale kleben bleibt. 2. Die Birnenhälften auf das Blech legen und im heißen Ofen, Klammer auf Mitte Klammer zu, ca. 15 backen, bis der Zucker leicht karamellisiert ist. Die Birnen herausnehmen, abkühlen lassen und mit Schale in ca. 2 cm große Würfel schnell den Ofen auf 180 Grad herunterschalten. Die Form fetten. 3. In der Zwischenzeit die Zitrusfrüchte heiß abtrocknen und die Schale fein abreiben, Klammer auf den Saft anderweitig verwenden, Klammer zu. Zitronen- und Orangenschale, übrigen Zimtzucker und Kardamom mit Mehl und Natron mischen. 100 ml Öl, Essig und Sojamilch z. und alles mit einem Rührlöffel oder den Quirlen des Handrührgeräts rasch zu einem glatten Teig verrühren. Die Birnenwürfel unterheben. 4. Den Teig in die Form füllen und den Kuchen in, im, Klammer auf unten Klammer zu, ca. 50 backen, bis an einem hinhänge. S. T. 3. Ten Holzstäbchen, kein Teig mehr kleben bleibt.